Moin, hier ist wieder der Bitcoin-Beobachter und nun geht es gerade doch wieder ein bisschen nach unten. Wir hatten ja vor wenigen Tagen die 50.000-Dollar-Marke wieder überschritten für kurze Zeit hier. Doch jetzt geht es wieder abwärts. Möglicherweise zeichnet sich da ein Abwärtstrend ab, der noch einige Tage, vielleicht auch 2 Wochen so weitergeht, aber wir wissen es nicht genau. Aktuell sagen wir mal, gucke ich mal auf die Preise, sind 46.900 und 39 Dollar in Euro sind das 39.986. Laut btcecho.de ist das ein Minus von 2,5% auf den Tag, auf die Woche ein Plus von 4,6 und auf den Monat ein Plus von 24,4 etwa und ist im Großen und Ganzen noch relativ gut. Langfristig sind wir noch im Plus. Kurzfristig geht es etwas abwärts und leider habe ich jetzt keine News der letzten Tage finden können, die irgendwie besonders viel mit dem Bitcoin zu tun haben aus der Kryptoszene. Ja, alles in allem ist der Bitcoin nach wie vor immer mehr in der Akzeptanz, wird auch in den die Medien berichten heute einfach anders drüber, nicht mehr so kritisch wie früher. Von daher erwarte ich in der näheren Zukunft mit weiteren Kursanstiegen, aber wann das genau sein wird, ist schwer zu sagen. Und ja, ob es tatsächlich so eintritt, weiß auch niemand so genau. Ich werde es weiter beobachten und wünsche noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video.